Ja, hallo. Hallo, Aurelie, ich habe hier Knuspen. Knusprig, Hier, Lorioris. knusprig. Herr Knusprig, knusprig. Aha, knusprig, knusprig. Okay. Hallo, meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute haben wir den Herrn Knusprig, knusprig mitgebracht. Tja. Ist ein Name, den die Betrüger nicht so unbedingt aussprechen können. Ich kann euch verraten, es wird heute wieder sehr, sehr unterirdisch und nicht besonders intelligent. Viel Spaß mit diesem neuen Telefonat. Schön, das freut mich, Sie zu hören. So, mein Name ist Nick Wago aus Ist die Leitung weg? wie Von bitte? wo? Wie war der Name? So, Wie war der ich bin Name? Nick Wago, ich bin Nick Wago aus dem Unternehmen Definitere. So, Sie haben sich bei uns eine Anfrage hinterlassen, so bei dem Plattform Bitcoin System Germany, korrekt? Weiß ich nicht. Sie wissen nicht. Okay, gut. So, wegen das bin ich als Ihr Account Manager, ja. Haben Sie auch jemanden, der vernünftig Deutsch sprechen Verantwortlich, kann, ohne ja. abzulesen? Wie bitte? Haben Sie auch jemanden, der vernünftig Deutsch sprechen kann, ohne abzulesen? Also, ich bin der Deutsche, so ich kann Deutsch sprechen, so kein Nee, Problem. Aber das ist nicht gutes Deutsch. Sie verstehen ja auch kaum was. nicht Haben Sie gutes da Deutsch. jemanden, der besser Deutsch sprechen kann? Ich bin nicht sicher, so ich rufe Sie aus dem London an, so deswegen bin ich der einzige Deutsche hier, ja? So Du bist in ja der nicht Türkei. deutsch. Aber hier knusprig. So, das ist kein Problem. So, ich werde Sie Bin ich ein schon. bisschen erklären, ja, was Sie gemacht haben. So, vor allem, Sie haben sich kürzlich auf das Plattform zum passiven Einkommen angemeldet, ja? Ich würde als Ihr persönlicher Kundenberater ernannt worden und ich möchte Sie ein paar Ernannt. Fragen stellen. Wer hat Sie denn Um dazu ernannt? Kundenberater. Ja, und So. wer hat Sie dazu ernannt? Meine Leitung, wenn Sie sich an das Ihre Leitung. Plattform angemeldet haben, ja, so, Aha. das stimmt. So, und um besser zu verstehen, so wie Ihr Konto effizient so möglich zu personalisieren, ja, ich muss ein paar Fragen stellen, okay? Geht das? Nee. Nee, okay, gut. Dann werde ich sehr kurz anfassen, ja? So, ich werde das System klären, so, im Gegensatz zum traditionellen Handel, ja, das ist sehr wichtig. So verwenden wir eine Software, die schneller die Höhen und Tiefen auf dem Aktienmarkt reagiert, um ihr Kapital zu multiplizieren. Darum treten Sie mit Roboters, mit unseren Analysten, so an der Börse und vermehren ihr Kapital. Glauben Gefällt es das viele Ihnen? Leute? Aber natürlich, ja, das stimmt, so arbeiten wir. So im Gegensatz zu anderen Unternehmen, was wichtig ist. So, schützen wir Sie von Verlusten. So, wenn Sie zum Beispiel etwas verlieren können, ja, so können wir Ihr Kapital schätzen. Ich habe aber So, mal eine und zum andere Beispiel. Frage. Wenn Sie sagen, Sie rufen aus England an, warum rufen Sie dann eigentlich aus den Niederlanden aus an? Ich benutze IP-Telefonie, so Ja, aber ist ja verboten. in der EU. Es Ja, aber ist ist wichtig. ja verboten, dann von einem anderen Standort aus anzurufen. Es muss ja die Nummer im Display sein von dem, der mich auch angerufen hat. Und nicht eine andere Landesnummer. Bei wem ist es verboten? Ja, in Deutschland ist das verboten. Mit einer niederländischen Rufnummer aus England anzurufen, das ist verboten. Herr Knusprig, ja. Es ist wichtig, ja, um Sie zu wissen, wir sind ein britisches Unternehmen. Wir sind nicht in Deutschland, ja? Ich habe So, gerade hast du gesagt, du bist wir in telefonieren. England. Ja, ich rufe Sie aus dem London an, ja? Nee, So, aus den wir Niederlanden. telefonieren in verschiedene Länder der Welt, ja? Wir nutzen die IP-Telefonie Ja, ist ja als sowas, es gibt ja auch nichts die anderes mehr als IP-Telefonie. kostengünstigste Also möglich. Analogtelefonie gibt es gar nicht mehr. Höchstens noch Satellitentelefonie, aber das nutzt ja keine Sau. So, also alles Quatsch. So, das ist IP-Telefonie. Habt Wenn ihr Sie jetzt auch jemanden, der vernünftig das Deutsch sprechen kann? Weil das ist ja wirklich furchtbar. Das versteht doch keine so. Sau. Ich verstehe Sie nicht. So, Sie Ja, haben richtig, gesagt, ganz dass genau. Sie kein Deswegen hätte Deutsch ich auch gerne einen verstehen. Mitarbeiter, Ja, der aber ich vernünftig verstehe sprechen Sie kann und der nicht die ausgezeichnet. ganze Zeit Ja, ins ich Wort verstehe Sie Verzettelquatscht, weil man kann ausgezeichnet. ja auch Aber vielleicht auch mal ein bisschen so, zuhören, Sie wenn der sagen, Kunde was sagt, statt die ganze dass ich Zeit falsch sage, aber dem Kunden ins Wort zu Herr, fallen, Herr, weil dann verstehst du ja überhaupt halten gar Sie nicht, bitte was zu. ich sage, Halten wenn du Sie die bitte zu. ganze Herr Zeit einfach Knusprig, nur ja? dazwischen quatschst, weil du kannst auch einfach mal die Luft Sie müssen anhalten, nur anstatt verstehen, mich ja? die Nur ganze eine Zeit zu Sache unterbrechen, verstehen, ja, weil das dass ist wir einfach unhöflich, telefonieren wenn du in die ganze verschiedene Zeit weiter Länder der redest, weil Welt, dann ja? ich dir noch was So, erzählen möchte, weil das kann ja wohl nicht deswegen wahr nutzen sein. wir Das hat ja die nichts mit== …     IP.     װ     װ││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 
IP-Telefonie als ein Betrüger sein, Möglichkeit die für sie möchte. Zu tun. Ja, aber wenn sie eine bestimmte bist, das wissen wir ja sowieso, weil ja, du erzählst mir ja deine komischen Geschichten und das. Ja, was soll man davon eigentlich noch halten? Wir haben hier einen Betrüger am Telefon, der ja, den Kunden überhaupt gar nicht zuhört. Also er versucht es ja nicht mal. Ich meine, der ist ja nicht doof. Wir telefonieren an der gleichen Leitung. Na doch, doof wird er schon sein, weil letztendlich, der labert und labert und labert und labert und interessiert sich nicht mal im Ansatz dafür, was der Kunde eigentlich gerade zu sagen hat. Tja, also, dass wir hier definitiv nicht bei einem seriösen Unternehmen gelandet sind, ich glaube, das erklärt sich hier mal wieder, wie eigentlich immer, von ganz alleine. Der absolute Wahnsinn. Der macht einfach weiter in seinem Skript, ohne Punkt und Komma. Es ist ihm absolut egal, worum es hier geht, was der Kunde eigentlich loswerden möchte. Der hört nicht mal im Einsatz zu. Er probiert es nicht mal. Der labert einfach weiter in seinem Skript, obwohl er merkt, dass ich auch nicht aufhöre zu erzählen. Es interessiert den nicht. Absoluter Wahnsinn. Ja, weil ich das kann ja auch gar keiner verstehen, was du da die ganze Zeit erzählst. Das gibt ja auch gar keinen Sinn. Das ist ja alles nur Blödsinn, was du davon dir gibst. Einfach, das ist ja alles gelogen, klar, einfach, alles falsch. Das ist einfach alles ausgedacht, mehr ist es nicht. Was nicht? Was ja, vielleicht nicht, was genau? Sie mir nicht immer ein Wort dazwischen, dann würden Sie es auch wissen. So, Sie sagen die Sachen, ja, so, Sie, mhm. Diese Sachen sind nicht korrekt, doch, ja, weil... Doch. Weil wir... Doch, du bist ein Betrüger. Vielleicht, so... Krimineller Es ist ich spreche ausgezeichnet Deutsch, ich bin der Deutsche, ich bin in Deutschland geboren, das ja, und jetzt nicht. Bin das ich in Quatsch. London, ja. Du bist nicht in Deutschland geboren, auf keinen Fall, das ist eine Und wo bin das ich geboren? Ja. Wo bin ich geboren? Irgendwo im wenn Ausland, ich... aber nicht in Deutschland. Ausland, aber mhm. Deutschland ist es auch ein Ausland, ja, und ich ja, bin ich in denke, Deutschland dass... geboren. Nee, du bist nicht in Deutschland geboren, ich denke eher Albanien oder sowas. Albanien? ja. Albanien, das ist Quatsch, wirklich Quatsch, aber ich bin nicht sicher. Ist Albanien in EU oder was? Albanien ist in EU oder was? Ich verstehe nicht. So. Mhm, Albanien, vielleicht Irak, Iran, ja schon oder besser, gesagt, dass da bei dir oder besser, du erzählst ja die ganze Zeit nur Blödsinn. Interessantes, ja? Du kannst ja noch gerne ein bisschen weiter deine Zeit verschwenden, wir haben ja jetzt schon fast die Minuten rum, aber du erzählst ja die ganze Zeit wirklich nur Blödsinn, wo nichts Sinnvolles bei rauskommt. Ah. Sie sagen die ganze Quatsch, ja? Nee, so, ich bin in Deutschland geboren, ja, so, ich spreche mit... Das ist doch lächerlich, da sollen Sie das glauben, du sprichst doch nicht mal ansatzweise irgendwie vernünftig Deutsch. Man das ist doch muss, nur Quatsch, was muss, da von dir kommt. Man muss, ja, einfach nicht, dass Menschen Quatsch glauben, weil mit dem Akzent bist du definitiv auf keinen Fall in Deutschland geboren und du hast mit dem Akzent auch garantiert noch nicht in Deutschland gelebt. Albanischen Akzent. Mhm. Aber das gefällt mir. So. Ja, Albanien, aber keine Albanien. Albanien da bist du ja ist auch geboren, du bist ja Albanier. Albanier? Mhm. So. Definitiv. Und in Albanien wohnen schwarze Leute? Nee, weiße Leute, ich weiß nicht. Ich, da sind ich Betrüger. War in Albanien nicht. Jede Menge Betrüger kommen von da. So wie ich. Betrüger. Und ja, was ist das Betrüger? Können Sie mir bitte die Definition dieses Wortes sagen? Ja, ich dachte, du kannst gutes Deutsch. Kannst du jetzt doch nicht, oder was? Ich dachte, du kannst perfekt Deutsch, hast du doch gerade erzählt. Aber das ist ja nur Quatsch, was dabei rauskommt. Weil ich überhaupt in Deutschland mal... geboren ja, war. Ja. Aber sehen Sie, ich habe nur spricht. Stimmt doch alles. Ja, ich weiß, wer das soll Wort dir die Betrüger nicht. Glauben. Ja, das ist Sie sagen schlechte Worte, ja, und man muss verstehen, dass dieses Wort wurde registriert. Das ist doch nur Quatsch und peinlich. Weiß ich nicht, kannst du dir überhaupt noch auf den Spiegel gucken, wenn du den ganzen Tag so eine Scheiße davon dir gibst? Ja, ich meine, du verplemperst ja auch im Grunde genommen nur deine Zeit, das ist ja komplett hirnrissig. Sie sagen solche Sachen, ja, und diese Sachen sind so blöd, ja, so. Ja, blöd bist das du, weil bei dir kommt ja nichts Sinnvolles raus. Das ist Quatsch, das ist Vielleicht Quatsch. Vielleicht machst du einfach mal dein Gesicht zu, weil das ist man ja Man muss nicht Enger sein, ja, Herr Knirsch. Man muss nicht Enger sein, ja. Ja, aber du bist ja auf keinen Fall irgendwie ein schlauer Mensch. Ja, die Leute verstehen und Herr Knirsch. Ich kann nicht mal anders.
ich jetzt so sage, ja, Sie müssen mich verstehen, ja, was Sie sagen. Sie müssen 1% Ihres Vertrauens mir geben, ja, und 99% werde ich für Sie verdienen. Ich weiß nicht, was dein Ziel eigentlich sein soll, aber du verstehst mich ja nicht mal. Also weiß ich gar nicht, wie du mir überhaupt was verkaufen willst. Was verstehe ich nicht? Ich verstehe alles, was Sie sagen, ja, ich verstehe Sie und ich verstehe, aber Sie möchten nicht logisch sprechen. Sinnvolles daraus. Herr Knusprig, das ist typisch wie alle anderen Betrüger, die hier auf dieser Leitung anrufen. Da kommt einfach nur Müll und Quatsch bei raus. Wenn du nicht mal im Ansatz den Anstand besitzt, irgendwelche Kunden aussprechen zu lassen, weil dann kann dir doch gar keiner deine Lügenstory da irgendwie glauben. Ich lebe jetzt in London, ja, keine Albanien. Du kannst mir ja nicht mal vorstellen. Albanien, das ist. In Albanien wohnen schwarze Leute, ja, das muss man wissen. So, keine weißen Leute leben in Albanien. Und es ergibt überhaupt keinen Sinn. Deswegen, ich bin kein Betrüger, ich bin ein weißer Mann, ja. Nee, du bist schon ein Betrüger, nicht. Aber ich bin ein weißer Mann, ja, aus weißer Land, ja. Dieses Land heißt London, ja, das Land London, nee, das ist ja verstehen Sie mich? Was Quatsch? London ist ein Land, ja, es ist ein Land im Land, ja, Großbritannien und London, es ist die Hauptstadt, ja, Hauptstadt, es ist wie ein Land im Land, ja. Aber, Herr Knusch, Sie müssen mich verstehen, ja, nee, was möchte ich sagen, ja, ich wurde in Deutschland geboren, ja, und danach wurde ich in London, ja, London wohne ich viel Zeit, ja. Das ist einfach nicht mehr gelogen, das stimmt halt nicht, das entspricht einfach nicht den Tatsachen. Ich spreche Deutsch gut, nee, so, Sie müssen das nicht verstehen. Nicht mal im Ansatz, das Telefon, ein bisschen, okay, nicht mal ein bisschen. Ja, nicht mal ein bisschen. Aber wenn Sie es doch alle sagen, warum verstehe ich Sie? Warum ja, ich verstehe mich ja nicht. Warum nicht? Ich, naja, ich warum antwortest du denn auf nichts? Okay, sagen Sie bitte noch einmal und ich werde Sie, Sie sagen ja, was Sie gesagt haben, okay? Mhm, siehst du, nur Blödsinn, was er da erzählt. Der Ersatz ergibt ja nicht mal Sinn. So, Sie sagen nur blöd, Betrüger und Sie möchten mich erklären, dass ich in Albanien geboren bin und ich bin der Albanien und ich meine Albanisch oder etwas so, ich bin nicht sicher, weil ich kein Albanien bin, ich bin aus England, ja? Das ist Quatsch. Also ich meine, was Quatsch, also wir können Englisch sprechen, also Sie werden verstehen, nee, dass das ich der Engländer bin, Engländer bin. So, das ist Quatsch. So, we can talk English. So, perhaps you will understand that I am from England. Ist so, kompletter Quatsch. Als ob kompletter Quatsch. Wer soll dir das glauben? Ich sehe, dass Sie kein Englisch wissen, ja, aber ich weiß Deutsch. So, das ist doch Quatsch. Du hast doch sogar im englischen Akzent drin. Das ist doch komplett Blödsinn. Wer ja, aber natürlich, glauben? Ich habe einen englischen Akzent. Das ist die Wahrheit. So, ja, aber man spricht doch nicht Englisch mit englischem Akzent. Das ist doch komplett bescheuert. Das ergibt doch gar keinen Sinn, was du erzählst. Ja, aber natürlich, man wird in Deutschland kein Englisch sprechen, so deswegen werde ich mit Ihnen Deutsch sprechen. Das ist die Wahrheit und wir müssen unser Dialog weitermachen, ja? Aber Herr Lorioris, was wichtig ist, ja, das Sie haben sich für eine Plattform angemeldet. So, nee. Sie möchten ein passives Einkommen haben. Nee. So, Herr Lorioris. So, ich sehe, dass Sie sich Geld verdienen möchten. Nee, stimmt ja nicht. Warum denn nicht? Ja, oh, Herr Lorioris, Sie müssen verstehen, was ich Sie erklären möchte. Ja, nee, das muss das ich nicht verstehen. Das ist sehr wichtig. Das, was du mir erklären willst, ist, dass du die Leute bescheißt, mehr nicht. Was für die Leute. Also, Sie haben gesagt, dass ich Albanien bin, aber ich bin kein Albanien. Doch. Ich bin Arabien, ja? Das ist jetzt wichtig. Auf einmal Arabien. Ah, okay, da hast du dich jetzt also selbst verraten mit deiner Lüge. Aber nicht. So, ich heiße Nick Vargo. Genau, das soll dir einer glauben. So, ich heiße Nick Vargo. Ja, das ist schon gelogen. Ich bin aus Hungary. So. Das stimmt. Das glaubt ja auch keiner. So, Sie sagen mich, dass ich bin
Ich komme nicht aus Ungarn, ja, so sie sagen das, ich bin aus Albanien oder ich weiß nicht. So, etwas Ja, so. aber auf jeden So, Fall ich nicht habe aus gesagt, Deutschland und auch nicht aus ich England. wurde in Deutschland geboren. Nee, das So. ist Quatsch. Meine Mutter ist Nein. Ungarin, ja, mein Nein. Vater ist ein Gläser, ja, ich wurde Ja, in Quatsch. Deutschland geboren und Das ist danach Quatsch. wurde ich in England, ja, Quatsch. gefahren und dort in der Blödsinn. Schule gegangen Ja, und ja. dort gelernt So und wie du an der dich Uni anhörst, bist du gegangen, so. wahrscheinlich noch nie zur Das Schule ist die gegangen, weil dann Wahrheit. würdest du die Leute vielleicht auch nicht bescheißen, weil in der Schule lernt man Dinge, die Ah. das nicht macht. So, Sie möchten mich sagen, dass ich kein Deutsche bin, so ich bin Richtig. kein Engländer, ich bin so, wer dann bin ich? Ja, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall nicht Deutsch und nicht Englisch. So, nicht Englisch und nicht Deutsch. Aber Richtig. warum kann ich Deutsch und Englisch sprechen? Ja, das kann man ja lernen oder ablesen, so wie du es da machst. Ablegen. Ablesen, siehst du? Von wegen perfektes Ablesen. Deutsch. Und was ablesen? Mhm. So, Na, deine Texte da. Dein Quatsch, mit den du da meine Texte, vorliest. welche Texte? So, welche Naja, Texte? dein So, Quatsch, dein Skript, dein Verkaufsskript. das klingt so. Ich kann nur sozusagen. Das ist wirklich lustig, ja, das ist wirklich witzig, ja, was Sie sagen, so. Die Hauptsache ist, ja, dass Sie sich für eine Plattform angemeldet haben. Ja, das Das ist stimmt ja sehr auch schon wichtig. nicht. Das stimmt nicht. Okay, das stimmt nicht, aber bei mir steht Ihre alle Daten, ja, persönliche Daten stehen in meinem System, so, deswegen rufe ich Sie an, ja? Nee, das stimmt ja auch So. nicht. Herr Knusprich, darf ich Sie dann das System erläutern? Ja, erläutern, was Sie gemacht haben. Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig für Sie. Nö, eigentlich ist das nicht wichtig für mich. Für Sie persönlich, nicht für mich. Nö, Für das ist mich für mich ist das alles eigentlich. gut. Ja, Sie Mir ist müssen das das egal. verstehen. Nee, ich muss Ja, gar nichts das. verstehen, was du mir erzählst. Gar nichts. Herr Knusprich. So, Sie meinen, dass ich bin ein Verkäufer, ja, der an Sie angerufen hat, ja, Genau, so und ist es ja etwas auch. Ja. von Ihnen möchte. Ja, ich bin Ja. kein Gläser, kein Deutscher, so, ich bin aus Albanien oder ich weiß nicht. Also, ich habe geschätzt, dass ich ein Arabischer bin, aber das ist, ich weiß nicht. So, Sie haben, Sie denken, dass es vielleicht eine Wahrheit ist. So, aber Na, was klar die ist, ist, dass du ein Betrüger Hauptsache bist. ist, ja, die Hauptsache ist, so, Herr Lorioris, so, die Hauptsache ist, dass Sie sich ein passives Einkommen möchten. So, Sie Mit deinem möchten für Trading sich Depot. selbst. Das wirklich, das klingt so lustig, so witzig. Aber ist ja So, so. aber, Herr Lorioris, so, Sie So möchten das lustig ist Geld das gar nicht. verdienen. Nee, wollte ich nicht. Okay, was möchten Sie? Vielleicht Deine möchten Sie ein Haus Zeit oder ein verplempern. Auto. Wie bitte? Na, deine Zeit verplempern, das ist doch was Sinnvolles. Aber das machst Mein du ja ganz Gott. alleine, deine Zeit verplempern. Herr Knusprich. So, wie ich verstanden habe, Sie haben sich mit Bitcoin gearbeitet, Nee, korrekt? nee. Nee. So, dann haben Sie heute die Chance, Nee, will ich aber nicht, eine, nehme die ne? Chance. Ah, oh, mein Gott, okay. Was möchte ich Sie sagen? Ja, ich möchte Sie sagen, ja, Nee, ich übersetze mal, was du sagen willst. Du willst 250 € ergaunern und dich danach damit aus dem Staub machen. Wie viel Euro? 50 Euro? 250 willst du haben und dann machst du dich danach aus dem Staub. Wahlweise 500 oder 1000 und dann zahlbar mit Kreditkarte. Ich möchte 10.000 Euro. Ich möchte kein 100 Euro oder Als ich ob weiß dir nicht. einer 10.000 Euro gibt, das glaubst du doch wohl selber nicht. Ist doch lächerlich. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Ja, So, ist so. Wer okay. soll denn das Wir haben glauben, schon, was du da machst? vielleicht haben wir schon gesprochen. Ja, ich habe mit Ihrem Freund, ja, im Dorf gesprochen, ja? Bestimmt. Bestimmt. Sehr gut. So, dann müssen Sie wissen, wir haben schon 2 Stunden mit Ihnen gesprochen, ja? So, Sie müssen wissen, dass ich Sie aus England Das ist eine Lüge. anrufe, Nein, ja? es ist gelogen. So. Gelogen. Okay. So, Herr Lorioris, ja? Ich verstehe Ihre Besorgnis, ja, über Ich habe dieses keine Thema. Besorgnis. Ich Ach, weiß ja, dass du ein Betrüger bist. Sie sehen, Sie haben jetzt die Möglichkeit, das ist Nein, wichtig, das ist das Quatsch. richtige Timing zu wählen. So ein Quatsch. Wer Was glaubt denn Quatsch? so ein.
Sie werden ein passives Einkommen erzielen. Ja, wer glaubt denn so eine Scheiße? Es ist nicht so, ja, dass Sie Angst vor dem Verlieren haben. Das ist ja Quatsch. Wer glaubt dir so ein Blödsinn? Ich verstehe, dass Sie mich nicht glauben, aber Sie haben kein Vertrauen, weil Sie nicht alle Informationen haben. Doch, ich habe mehr Informationen, als du denkst. Welche Informationen haben Sie? Dass du heute lancieren wir ein Projekt in Zusammenarbeit mit der London Exchange. Ja? So ein Quatsch. In dieser Hinsicht, ja, wird es ein gutes Programm sein. Ja? So für Sie persönlich, mit dem unsere Kunden Geld verdienen können. Ja, das genau. Da heißt, du meinst ja, die Opfer, ja, nicht Kunden. Opfer. Das, welche Opfer? Die Kunden. Ja, das sind ja, ja nur Opfer. So, Herr Lorenz, Sie sagen solche Dinge, ja, dass ich verstehe, dass Sie kein Geld verdienen möchten. Ja, so, Sie möchten nur, ich weiß nicht, nur scherzen oder ich verstehe Sie nicht, ja, Herr Lorenz. Sie müssten wissen, ja, dass die Sache ist, dass eine Person, die an der Börse, ich habe gesagt, bis 1000 Euro, ja, handelt, ja, so, Sie möchten 1500 Euro, ja, handeln, ja, ich erinnere mich daran, aber wenn Sie mit 1000 Euro handeln werden, ja, Sie werden allein handeln, ja, wenn Sie nicht mit uns arbeiten werden, Sie werden allein handeln, ja, an der Börse, ich weiß nicht, Sie können auswählen, aber Sie werden kein Programm angeboten sein, ja. Wenn die Teilnehmer zusammenkommen, ich meine die Kunden, ja, Sie und vielleicht jemand noch, ja, und Ihr Gesamtbetrag 1 Million Dollar übersteigt, so, das ist bestimmt. So, Sie werden verschiedene Bedingungen und Programmen angeboten, ja. Deshalb möchte ich auch, dass Sie daran teilhaben können, ja, und Ihren Anteil an den Chancen bekommen, ja. Wenn Sie sich entschließen, ja, die Bedingungen für Ihr Einkommen zu ändern, habe ich großen Respekt vor Ihrer Entscheidung, ja. Und mein Wunsch ist es, Sie bei dieser edlen Sache so gut wie möglich zu unterstützen. Hast du dir den Quatsch eigentlich schon mal selber angehört? Mein Gott, warum Quatsch? Warum Quatsch? Es ist die edlen Sachen, ja. Das ist die edlen Sache und Sie werden Geld verdienen. Das ist Quatsch, da verdient keiner bei euch Geld, außer ihr selber. Ich? Nein. So, Sie? Da verdient keiner bei euch Geld, ihr bescheißt doch nur die Leute. Mein Gott, ich bekomme kein Prozent von ihrem Geld oder von was? Das ist auch Quatsch. Sie... Natürlich kriegst du davon was ab. Quatsch. Wirklich doch. Quatsch. Doch. Wirklich Quatsch. So, ja, ist ja wir traurig, verdienen vom Nettogewinn. Unsere Firma verdient vom Nettogewinn. So, zum das Beispiel. Erzählt man der zum Beispiel. Das ist doch Blödsinn. Das ist doch einfach nicht wahr. Das ist doch einfach nur gequälte Scheiße. Herr Knuspig, wo haben Sie das gelesen? So, wer hat das alles für Sie erzählt? Solche Blödsinn, ich weiß ja, nicht. Du erzählst ja den gleichen Blödsinn wie alle anderen 1000 Betrüger, die hier jeden Tag anrufen. Welche Betrüger? Welche Tausende? Ja, ich verstehe, ja. So, die Leute, die Sie angerufen haben, ja, das sind genau die gleichen Leute wie du. Das aber ist genau nee. Genau das gleiche wie bei dir. Wer hat. So. Herr Knusprig, Sie müssen wissen, ja, dass Ihre Daten sind jetzt im öffentlichen Bereich, deswegen werden Sie 100-mal, 1000-mal angerufen. Ja, und das zeigt ja schon, dass das illegal ist. Das ist die Wahrheit. Ja, und das zeigt das ja, dass die Wahrheit. Illegal ist. Aber. Was illegal? Ja, so, ich weiß nicht. Welche Anrufe? Ja, so, diese Anrufe, Sie haben sich für sich selbst gemacht, ja, Sie haben Ihre Daten im öffentlichen Bereich hingestellt, ja, und man wurde Sie angerufen, ja. Hier ist ja trotzdem nicht erlaubt, weil es Double Opt-in ist. Wir können für Sie eine Sache tun, eine sehr wichtige Sache für Sie. Ja, so, mein Geld klar, und mehr ist es ja nicht. Ach, ich habe großes Verständnis für Ihre heutige Situation, ja. So ein Quatsch. Und wünsche Sie helfen, ja. Warum Quatsch? So, ja, weil du lauter Blödsinn erzählst. 25 Minuten nur gequälter Müll. Da ist doch nichts von echt. Müll. Okay. Ja. Okay.
Und was ist kein Müll ist? Sagen Sie mir bitte, was ist kein Müll? Das, was du da erzählst, ist Müll. Okay, so. Herr Knusprich, Knusprig, knusprig. ja. Ich verstehe Ihre Situation. Ja, ich verstehe, dass Sie schon, ich weiß nicht, zehnmal, tausendmal, ja, angerufen sind. Ja, und was kann ich Sie sagen? Ja, wir können Ihre persönlichen Daten schützen. Ihr könnt ja Ja, und nicht. Das ist ja schon wieder Quatsch. Das ist ja schon um wieder Ihre Blödsinn. persönlichen Daten zu schützen, müssen Sie Kunde bei uns sein. Ja, Ja, wir das sind ist ja ein Quatsch. Investmentbank, ja. Ja, das seid ihr auch Und nicht. damit Auch das ist unser Quatsch. Sicherheitssystem für Ihre Sicherheit sorgen kann, ja, hierfür ist eine Mindesteinlage von 1.000 Euro, ja, erforderlich. Also So, und alles, was du Ihre da Daten erzählst, werden ist da aus doch dem kompletter öffentlichen Bullshit. Rein entfernt. Das ist doch alles Bullshit. Wer soll denn dir das glauben? Das ist doch alles Blödsinn. Okay, warum glauben Sie so? Ja, weil Warum es so glauben ist, das Sie hat so? nichts mit Glauben zu tun, das ist einfach Wissen und ein Fakt. Hör dir doch selber mal zu, das ist doch nur albern. Mein Freund, ja, so, Sie sagen, dass das alles ist Blödsinn, alles ist die Quatsch, alles ist Richtig, was du erzählst, Unwahrheit, ist alles ja. Quatsch. Aber sehen Sie, wie ich verstanden habe, Sie haben Ihre Daten auf der Plattform hinterlassen, ja? Nee. Also, waren Sie an der Möglichkeit interessiert, Geld zu verdienen? Nee. Es ist die Hauptsache, ja? Nee. Ohne Ihren Tagesjob zu unterbrechen, So ja? ein Wir Quatsch. arbeiten offiziell mit New York Börse, London Börse zusammen, so, Singapur Auch Börse. Blödsinn. Nein, so, mit Doch. uns können Sie nicht nur Blödsinn. Geld verdienen, sondern Blödsinn. auch Wissen über den Markt von unseren Ja. Experten erhalten, So ein ja? Quatsch. Eure angeblichen Experten, die selber nichts können. So, Sie haben mit unseren Experten noch nie gesprochen, ja? Und Sie sagen jetzt, Ja, dass es brauche ich ist auch nicht. Wenn ich alles dich Quatsch ist. höre, wird's mir doch schon schlecht genug. So, okay, so, ich verstehe, ja, ich verstehe, dass Sie mir nicht glauben, ich verstehe das alles, ja, ich verstehe, dass vielleicht jemand Sie zehnmal angerufen hat und etwas Sie erzählt, erklärt und verschiedene Quatsch gesagt, ja, und deswegen haben Sie keine Interesse, ja, aber Sie müssen verstehen, dass das unser Unternehmen nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen für Ach, neue so Kunden ein eröffnet, ja. Quatsch. Jede Firma, die Geld verdienen will, hat keine begrenzten Plätze. So ein Blödsinn. Also sag mal, glaubst du die Scheiße, die du da erzählst? Das ergibt doch nicht mal ein bisschen Sinn. Nicht mal, wenn man es Hören redet, es Sie, Sinn ja, ergibt. hören Sie. Die Sache ist die, dass Sie mir nicht ganz trauen, ja? Wir Nee, ich traue dir unterhalten gar uns nicht. jetzt seit 3 Stunden und ich verstehe Ihre Zweifel, ja? Aber sehen Sie, wenn Sie mir 1% Ihres Vertrauens schenken, Das ist doch garantiere viel ich zu Ihnen viel. Das ist 1% so Quatsch. viel, Ja, das ist viel zu aber viel. Das ist ich absoluter sage Sie, Blödsinn. dass ich 99% verdienen werde, ja? Ja, Wenn das ist meine Kunden, Blödsinn. Das ist alles Blödsinn. Das ist alles nur was geschwafelte bedeuten Sie? Scheiße. So, Da stimmt meine doch nichts Kunden am von. Ende, hören Sie zu, ja? Meine Kunden am Ende des Monats Rechnungen mit ihren Einnahmen So erhalten, ein ja? Sind Sie mit dem Blödsinn. Ergebnis sehr zufrieden, Das ja? glaubt ja doch keine Sau. Was glauben Sie? Ich kann Sie die Checks schicken, ja? So, Das Sie ist werden die alles Checks sehen. Blödsinn. Ja, das kannst du Was alles schön Blödsinn? faken, aber das ist Blödsinn. Okay, ja. Okay, das kann man Blödsinn sein, aber Sie können das probieren, ja? Sie haben gesagt, Quatsch. dass Sie Das ist doch nur dass Blödsinn. Sie. Das ist doch nichts. Okay. Das ist doch nichts, Okay, was du hier ich mache für erzählst. Sie die persönliche Bedienungen. Ja, zwei. Sie können mit 200 Euro beginnen, ja. Naja, Und es werden noch persönliche Bedienungen sein. So, Sie werden Ja. ein Programm sehen, Sie werden das Geld verdienen, ja. 60 Euro. Ja, 60 Euro werden Sie im Monat verdienen. Aber Sie können in dieselbe Programm nicht weitermachen, ja. Ich meine, so, Sie können in dieselbe Programm, ja, für Sie ich jetzt für Sie machen werde, ja. So, Sie können das nicht weiterführen, ja. Aber Sie werden das Ergebnis sehen, Sie werden das Geld bekommen und Sie können das natürlich auszahlen, ja. Ihr Geld und Nettogewinn. So, Auszahlen war ja lustig. Sie werden Du glaubst doch nicht mit wirklich, dass 200 irgendjemand bei dir Euro. Geld auszahlen kann.
Das glaubst du doch nicht im Ernst. Aber natürlich, wir sind eine Investmentbank und wir haben Ja, eine das ist ja Quatsch. Reputation. Ja, und Genau. natürlich, Ja. das ist unsere Gelogen, richtig. Sicherheit. Ja, Ja, genau. internationale Sicherheit. Das hast du aber schön gelogen. Das glaubt dir doch Okay. kein Mensch. Sagen Sie bitte Ihre Gründe, ja, warum Sie. So, Sie sind sehr emotionell, ja. Ich verstehe Ihre Situation, ja, ich verstehe, dass Sie ein emotioneller Mann sind und das ist die Wahrheit, es ist auch gut, es ist wirklich toll. Aber Sie müssen verstehen, ja, dass Sie noch nicht die Gründe Ihrer emotioneller, sozusagen, Untrauen, ja, gesagt haben. Ja, warum vertrauen Sie mich nicht? Ja, weil So, du Betrüger bist. sagen Sie bitte Ihre Gründe. Ja, weil du Betrüger bist. Okay, ich bin ein Betrüger. Genau. Sagen Sie, warum glauben Sie so? Ja, schon erstens der Akzent, dann die gelogene Geschichte mit der Herkunft und das gleiche Skript wie alle anderen Betrüger auch vorlesen. Exakt das gleiche Skript. Okay, so, ich habe einen Akzent, ja? Aber wie ich gesagt habe, meine Mutter kommt aus Ungarn, Das ja? spielt ja keine Rolle, es ist trotzdem automatisch sofort unseriös. Okay, Weil so, keine anständige Bank würde jemanden anrufen lassen, der nicht Ich akzentfrei lebte in Deutsch sprechen kann. England. So, Ja, ist ja auch alles Quatsch. Das ist alles Herr gelogen. Knusprich, ich Ja. lebte in England Quatsch. und ich lebe in London. So, Blödsinn. mein Akzent ist englischer Akzent, ja? Blödsinn. So, das Das ist alles, kein was englischer Sie. Akzent. Das ist Quatsch. Und welcher Akzent ist das? Ja, sag ich doch vielleicht Albanien oder so in die Richtung. Albanien. Und wo ist Albanien? Muss ja Google aufmachen, wenn du nicht weißt, wo Albanien liegt. Natürlich weiß ich dieses Land nicht. Das ist Albanien. Ich habe mit niemandem aus Albanien gesprochen. So, sie haben gesagt, Albanien, Albanien. So, und wo ist das? Naja, machst du Google auf und dann wirst du es finden. So, es ist nicht so wichtig. Ich bin an der Arbeit und ich kann das in meiner Arbeitszeit nicht tun. Ja, Google aufmachen, Albanien sehen oder was noch sehen. Ich bin nicht sicher. Aber, Herr Knusprich, was wichtig ist, ja, wie Dass du gesagt ein habe. Betrüger bist. Welcher Betrüger? So, warum? So, Ein schlechter. Betrüger, Betrüger, schlechter Betrüger. So, es gibt gute Betrüger und schlechte Betrüger, ja? Und du bist ein ganz So. schlechter. Okay, ich bin ein schlechter Betrüger und warum? Okay, und gute Betrüger, was sagen Sie, gute Betrüger? Ich muss das wissen, weil Ja, ich bei einem schlechte guten Betrüger. Betrüger würde der Betrug nicht auffallen, aber dadurch, dass du das gleiche Skript wie alle anderen vorliest, ist es ja irgendwann langweilig, oder nicht? So. So, und Sie werden gute Betrüger das Geld geben. Okay, ich habe Sie verstanden. Das gute Betrüger nehmen das Geld von Ihnen, ja? Okay, und schlechte Betrüger nehmen kein Geld von Ihnen. Nee, von mir bekommt gar kein Betrüger Geld. So. Sie glauben, es gibt zwei Kategorien der Betrüger. Schlechte und gute Betrüger. Okay. So, Ja, in und dumme. meiner Ma und dumme. Ja, und die Kategorie schlecht und dumm passt auf dich. Einen Moment bitte. So, okay. Jetzt gibt's hier einen Mensch, der auch Deutsch weiß. So, er wird mit Ihnen sprechen, aber er ist ein echter Deutscher. So, er wohnt in Deutschland, so, er lebt in Deutschland und er ist noch eine Woche bei uns und er wird später wieder in Deutschland fahren. Ja, So, da bin ich ja mal gespannt. wenn Sie glauben, dass ich kein Deutscher bin, so, Sie können mit der Deutsche sprechen. Okay. Guten Tag, hallo, hören Sie mich? Ja. Guten Tag, ja, also wie verstehe, rede ich jetzt mit Lori Oris? Ja, Lori Oris. Nee, Herr Knusprig, Knusprig. Sagen Sie bitte, habe ich Ihren Vornamen richtig genannt? Lori Oris? Ja, das spielt eh keine Rolle. Es spielt keine Rolle, ob ich das richtig genannt habe. Okay, ich habe verstanden. Gut. So, mein Kollege, also Herr Wager, hat mir mitgeteilt, dass Sie eigentlich eine Frage haben, wie ich verstehe, ja? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich ist ja alles schon klar.
Eigentlich ist alles schon klar, ja? So, er hat jetzt erklärt, dass ihr da eine Betrügerfirma seid und die Leute abzockt und bescheißt. Aha. Oh, okay. Und sagen Sie bitte, auf welchem Grund Sie haben diese Entscheidung getroffen? Ich habe keine Entscheidung getroffen. Dann wieso denken Sie, dass wir so? Wieso nennen Sie uns wie ein Betrüger? Haben Sie mit uns gearbeitet? Ihr seid Betrüger. es ist sehr komisch von Ihnen zu hören, ja, diese Information, ja. Weil normalerweise, so, wenn Sie möchten, mit uns eben dieser Weg weiterzuarbeiten, ja, so, und sagen, dass wir sind die Betrüger, dann sagen Sie bitte, wo haben Sie diese Information gelesen? Welche Information? Ja, ich weiß nicht, ja, so, ich kann Ihnen verbinden mit so vielen unserer Kunden, ja, so, welche hat schon mit uns das so viel ist ja Quatsch, Zeit du meinst gearbeitet. Quatsch, Demenzbetrug. Okay, ich habe verstanden, ja. Und sagen Sie bitte dann, wieso Sie haben angemeldet, wenn Sie genau, um eure denken, Zeit zu verplempern. Dass Sie alle Leute in dieser Sphäre sind Betrüger, wieso Sie haben angemeldet? Na, um eure Zeit zu verplempern. Und 35 Minuten, na 36 Minuten haben wir ja schon verschwendet. In der Zeit konntet ihr niemanden bescheißen, zumindest ein Mitarbeiter weniger. Also hat euer Callcenter so, verletzt. Denken Sie, das ist funktioniert in diesem Weg, wenn wir Betrüger sind? Ja, das funktioniert. Da kann man euch zumindest so ein bisschen das Handwerk legen, dass wenigstens ein Mitarbeiter belegt ist. Okay, habe ich verstanden. Ja, so, es tut mir sehr leid, dass Sie haben diese Entscheidung getroffen, dass wir ist sind ja die... Ist ja keine Entscheidung, ist ja Wissen. So, Sie haben die Entscheidung getroffen, uns wie ein Betrüger zu nennen. Ja, ihr seid ja Betrüger. So, es ist Ihre Meinung. Das nennt man gewerblichen Betrug, was du da machst. Es ist Ihre Meinung. Und ich möchte über das nicht für diskutieren. Verstehen Sie, ich möchte nicht mit Ihnen über das diskutieren, weil Sie können das nicht mehr Informationen mehr geben über das. Ja. Ja? Auf diesem Grund, so, das ist genug für mich. Ja. Und schönen Tag Ihnen. Ja, dann trage ich mich noch. Ja, und dann war der Betrüger weg. Ja, so wie immer. War schon ziemlich gruselig. Also hier haben wir wieder wirklich ein ganz extravagantes Callcenter am Telefon gehabt, was sich, tja, richtig viel Zeit für einen Betrug nimmt. Ich finde es schon sehr, sehr bedenklich, was da für Leute am Telefon sind. Bei dem einen oder anderen hätte es vielleicht hier auch tatsächlich klappen können, dass der Kunde doch noch überzeugt wird, hier sein Geld drin zu versenken in diese Firma. Tja, eins ist klar, hier sollte man definitiv kein Geld einzahlen, denn... Glücklich werdet ihr mit solch einer Firma garantiert nicht. Ich meine, bewiesen hat es die Firma hier jetzt letztendlich selbst wieder. Lustig fand ich, dass zum Schluss hier jemand kam, der sich doch ziemlich deutsch angehört hat. Tja, könnte ein Indiz dafür sein, dass die vielleicht sogar aus Deutschland angerufen haben. Muss es aber nicht. In den meisten Fällen rufen die aus dem Ausland an. Und definitiv nicht aus Österreich, Schweiz oder England oder irgendwo im näheren Umfeld. Die sind meistens schon noch ein bisschen weiter weg. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt gerne noch ein bisschen was in die Kommentare, was ihr von unseren netten Betrügerhirn haltet. Und wer möchte, sieht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl an weiteren Videos auf diesem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.